möchte eher, wer würde eher heiraten? 3, 2, 1. Oh Mann, oh, warum spielen wir sowas? Das endet im Chaos. Fakt ist, wer Knossi nicht bekannt würde, würde Lia ihn niemals gut finden. Sag mal was dazu. Das stimmt aber nicht. Wieso denkst du? Weißt du, was sie sagt? Das Ding ist, nein. Ein paar Leute denken einfach, nur weil er bekannt ist, darf er auch keine kennenlernen. Oder jede, die an ihn ran will, oder jede, die ihn will oder gut findet, will nur hinter will nur sein mich Geld. Will aber keine. Das versteht sie auch nicht, dass mich keine das will. Ich Bullshit. Merke das nicht. Das ist doch Bullshit. Mich will keine. Das denkst du. Ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mich eine anmacht. Wenn Knossi bekannt wäre, hättest du ihn gar nicht kennengelernt. Das ja, stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist krass. Ihr oder Ex-Freund hat die Videos geguckt. Huch. So, dann haben wir eine richtig. Wer hatte schon mehr Sexualpartner? Stolz, gell? Überhaupt nicht. Jedermann ist auch, ich muss mal ehrlich sagen, jedermann ist ein bisschen stolz, wenn er schon einige hat. Aber das tut ja nichts zur Sache, dass man, was es macht denn? Und für jedermann findet es schön, wenn seine Freundin wenig hatte. Sag mal ehrlich, Chat. Du hattest ganz wenige, ne? Und das ist so schön. Weißt du, was ja. ich meine? Das ist ja, so aber toll. Darauf bin ich auch stolz. Ja, ey, wo also findet man, sag mal ganz ehrlich, wo findet man ein Mädel, die einfach noch so jungfräulich ist. Die Frauen sind am... Ja, das stimmt. Das ist nicht mehr so. Sie hat ja auch viele Freundinnen, ne? Und bei deinen Freunden, die leben das High Life und so, Halligalli. Und wenn sie dann... Ist doch, das findet man nicht mehr. Und das, da bin ich halt sehr stolz auf, dass ein Mann so nicht ist. Und ich bin ja auch 11 Jahre älter als du. Dass ich viel mehr gemacht habe in meinem Leben, ist doch ganz klar. Kuss Wer denkt über Sachen nach, bevor er sie tut? Ich mach immer scheißegal. Ja, das stimmt. Wirklich. Ja, klar. Aber in gewissen Situationen denke ich natürlich auch vorher nach. Nee, eigentlich denke ich überhaupt nie. Ja. Wer kommt eher? Okay. Ja. 1, 2, 3! Was? Spinnst du? Wer kommt eher? Die meinen ja im Sexuellen. Ja? Ja, manchmal schon. Manchmal schon? Wann denn? Stimmt nicht. Wir warten... Ich warte auf dich und dann mache ich irgendwann. Ja, aber manchmal warten wir auch nicht. Stellst du mich hier wie so ein Schnellspritzer? Ich denke immer in der Hinsicht eigentlich nie an mich. Ja, aber manchmal rutscht es halt schon raus, weißt. Wenn man manchmal schon eine Stunde so, dann ist auch mal irgendwann auch gut. Ja. Ist doch völlig natürlich alles gut. Ey, nein, wir haben das falsch verstanden. Du sagst es jetzt, wie es ist. Ihm ist mein Wohl sehr wichtig. Wer kann länger ohne Handy? Ey! Sag mal! Willst du mich verarschen? Du bist die ganze Zeit! Ich streame die ganze Zeit, du bist am Handy hinten! Ja, aber es geht ja. Nein! Leck mich doch! Stopp, du bist so handysüchtig, aber so krass handysüchtig. Okay, dieser. Bildschirmzeit, ja? Ja, okay, Schatz, du warst. Ach Mann! 2 Stunden 55? So, bitte einmal. 6 Stunden 11! 6 Stunden 11! Warte mal, okay, wöchentlich. 2 Stunden 59. Schatz, das ist auch gemein. Was ist daran gemein? Du bist das ist eine Woche. Aber machen und tun. Aber das ist eine Woche. Also ey, wie man da noch eine Ausrede finden will. 6 Stunden 2. Mit wem schreibst du da? Safari und mein Spiel und Instagram. Wen nennst du Safari? Wer ist der bessere Autofahrer? Ja! Ich würde so machen. Ich schwöre, ich würde so machen. Du bist so... Ich sag jetzt auch, warum. Alter, du hast jedes Auto zu Schrott gefahren. Du fährst in Tiefgaragen einfach hinten. Huch, da ist ja Stahl. Stahl. Da ist ja Beton. Hoppla. Ich, im Gegensatz zu dir, halte wenigstens die Spur auf der Autobahn, weil du immer fast einschläfst. Du... Okay, ich sag lieber nichts. Okay. Mein Auto hält die Spur. Ja, von alleine. Das ist das Problem. Du fährst deine Felgen an und so, ich nicht. Pass auf, pass auf! Wer kann Schmerzen besser vertragen? Eins, zwei, drei. Nächste Frage, da müssen wir nicht drüber reden. Wer kann mehr essen? Das ist für mich ganz klarer Punkt hier. Für uns beide. Nee. Also da haben wir, doch, okay, da haben wir eins, ganz klar. Zwei, drei. Ja. Ja, ich wusste gerade. Ey, und die Leute denken immer, natürlich habe ich Übergewicht und sowas, ne? Aber sag mal ganz ehrlich, man weiß bei mir gar nicht, woher. Du hast nicht mal Übergewicht, du hast einfach einen Bauch.
Ein kleines Bäuchlein. Ja. Ja, du bist nicht übergewichtig, du bist auch nicht dick. Ja. Dann sag sowas nicht. Wer ist der größere Morgenmuffel? Naja, klar. Robert, komm mal auf, ey. Wirklich, du hast morgen schon so einen Hals. Da denkt man schon wirklich, weil du mich anguckst. Ja, aber nicht schlecht von dir getroffen. Nein, ich hab jeden Morgen das Gefühl, die guckt mich an und denkt, was macht denn das Schwein schon wieder hier? Ne? Ja, aber morgen... denk ich jeden Tag, denk ich das. Der Blick, ja. Hoffentlich schlachten sie ihn heute. Das denkst du morgens bei deinem Blick. Morgenmuffel. Haben sie ihn heute, lebt der immer noch oder was? Jeden Tag denke ich das. Sie kommt morgens. Morgen! Pass auf, ich lieg noch so. Denk mir, leck mich doch am Arsch. Ne? Morgens sie... Sie kommt ran, weißt du, was ich meine? Sie kommt so... Weißt du, wie ich aus dem Hals rieche um 7.30 Uhr? Das denkst du aber auch nur du. Du hast noch nie Mundgeruch gehabt. Man stinkt morgens. Nein. Stink ich morgens? Natürlich stinkst du nicht. Natürlich nicht. Ich sehe deinen Blick auch da, gell? Ich gucke die Lampe an, wie schön die ist. Eine schöne Lampe. Danke, dass ich gebe. Frau benutzt heimlich Satisfayer und gibt es nicht zu und sie nutzt ihn nicht vor ihren Mann. Was sagst du dazu? Knossi, danke, dass ich gebe. Frau benutzt heimlich Satisfayer. Was ist Satisfayer? Sexspielzeug. Woher weißt denn du das? Das hatten wir in unserem Eis.de-Kalender. Was? Ja. Das war das letzte Placement für Eis.de, das sage ich an der Stelle. Scheiß. Jetzt reicht's! Scheiß Dreckspiel, echt. Benutzt du das Ding? Nein. Benutzt du das Ding? Benutzt du das? Nein. Oh, mir ist heiß, ich kann nicht mehr. Oh. Jetzt reicht's! Wer ist aggressiver? Ich habe genau dieselbe Frage gelesen. 1, 2, 3. Ey, es ist so schön, dass sie es zugibt. Ist es nicht aggressiv? Ich bin halt einfach ein bisschen temperamentvoll. Ja, ein bisschen ist gut, und mit Schläge und alles. Ja, jetzt Schläge ist gut, gell? Ich schlag dich, wenn dann nur zum Spaß. 5% der deutschen Haushalte müssen Gewalt von Frauen aushalten. Help. Absolut, wie sagt man, Choleriker, ne? Man ja, sieht, jetzt übertreib Choleriker. Also jetzt, das bist dann eher du, gell? Aber wo denn? Haben wir noch mal so Beispiele gehabt, wo ich irgendwie was sag und du nimmst es dir so zu Herzen, wo ich denke, ich habe das in 3 Minuten wieder vergessen und gar nicht drüber nachgedacht und sie hat es 2 Wochen in sich reingefressen und haut auf einmal raus, dann vor 2 Wochen, ich hab's in mich reingefressen. Ich hab's doch in mich reingefressen, dass du gesagt hast, dann aber. Wer ist nachtragender von euch? 1, 2. Klar. Ich verzeih sofort. Nein. Ich sag alles Nein. gut. Ich bin Nein. der sagt, wir müssen kein Trouble haben. Stellen Sie immer so brav da. Aber wie bin ich denn? Mensch, du bist auch schon nachtragend. Aber ich bin schon ein bisschen mehr nachtragend. Aber du auch. Doch, ich bin auch nachtragend. Ja. Aber nee, eigentlich nicht. Doch. Ich habe viele Sachen reingefressen in mich. Die habe ich nie gesagt. Das ist gut, gell? Kleinigkeiten. Wie? Kleinigkeiten. Wer kümmert sich mehr um den Haushalt? Wo denn? Ich mach's jetzt auch aus Liebe zu dir, weil ich keinen Bock habe auf Diskussion gleich. Wo? Wie bitte? Ich lass alles meine Mami machen. Das stimmt. Ja. Ja und? Ja und wenn ich da bin, ich. Ich lass es nicht meine Mami machen. Meine Mami will es machen. Was? Wer macht bei mir den Haushalt? Ich und Pascal Lea. Tschüss! Wieso? Was hast du gesagt? Ja, er hat sich genannt. Ja, oder? Danke. Lass mich tot. Danke. So wie er kocht, so macht er den Haushalt. Ja. Spargel ungeschält. Wer schämt sich mehr für den anderen? Ich bin dran. 1, 2, 3. Aber warum? Ja, aber für mich kann man sich ja nur schämen. Weil mir ist nichts peinlich. Genau, weil ihm ist nichts peinlich und er blamiert mich so oft. Wo das denn? Das ist schlimm. Zum Beispiel, nimm mal ein Beispiel. Restaurant, wo die Zeiten noch waren. Wir waren essen, wir saßen ganz hinten irgendwo in so einem Zweiertisch. Und mittendrin kriegt er irgendwie Lust mit mir diskutieren anzufangen, aber auch Spaß, weil das Restaurant war voll. Und dann steht er auf und tut so, wie als würden wir übertrieben streiten und läuft ein paar Meter weg vom Tisch und fängt an, ja, dann geh doch. Und so, und ich sitze halt da und mach nur so. Aber dir ist es auch nicht peinlich. Ist mir scheißegal. Weißt du, da sitzt du da. Aber Alter, ich stehe einfach so auf und sage, ich mach's jetzt. Oder ich sag zu ihr, ich erpresse, ich mach's so. Wirklich? Es gibt so eine Erpressung. Sie weiß schon, wenn ich sage, 1, 2, bei 3 mache ich einfach was ganz Schlimmes, ne? Ja. Wenn sie das nicht macht, was ich sage, ne? Wer ist gepflegter, ne? Ja. Wer ist gepflegter, okay? Also das heißt, ich bin ungepflegt, wenn du deinen Namen nimmst. Ja, aber was heißt das dann? Also heißt es bei dir. Ich geb's dir nur zurück, weil ich wusste, dass du meinen Namen, dass du dich nimmst. Ich bin ungepflegt, oder was? Ja, auch, dass du dich nimmst. Wo bin ich ungepflegt? Nein, und zwar perfekt.
Oh. Du gehst manchmal nach dem Stream nicht duschen. Wann? Du bist... Nein, okay, komm. Kann man... Wir sind gleich gepflegt. Ungepflegt. Gleich gepflegt. Wer ist sportlicher? Eins, zwei, drei. Ja, ich mach gar keinen Sport. Und sie fängt an, sie... Pass auf. Ja, auf, das ist alles. Sie guckt Fernsehen. Oh! Dann sieht sie so zwei, drei, ne? Oh, mit so einem Gerät. Damit können sie ihren ganzen Körper trainieren. Schauen Sie, das war Inge vorher, das ist Inge heute. Das ist ja super. Das ist ja geil. Schon hat sie den Scheiß bestellt. Nicht einmal benutzt, das Ding liegt daheim. Nicht ein einziges Mal benutzt. Wer kennt es? Du bist super knackig. Du bist super fest. Ey, ich hab, wisst ihr, was ich meine? Wo ich dann denke, das regt mich dann auf, wenn ich dann sowas höre von, ach, ich hab hier und da und ihre Problemzonen oder was, ne? Das stört mich einfach. Das, ich kann es dann nicht mehr hören, weil es so ein Quatsch ist. Weil du bist wie aus, du bist aus einem Guss. Bei dir ist wirklich, du hast einen ganz tollen Körper. Du hast einen Körper, der hat mich schon vom ersten Tag an bis heute in seinen Bann gezogen. Ich könnte mir keinen besseren Körper neben mir vorstellen. Wer kann schlechter verlieren? Eins, zwei, drei. Wird nicht verloren. Fertig. Ich habe ihre ganze Familie nass gemacht. Stadt, Land, Fluss. Meinst du, da kann einer mithalten oder was? Ah, Bullshit. Ich habe gewonnen. Meine Mutter hat gewonnen. Dann kam ich, dann kamst du und dann kam Ralf. Ich bin einfach in allem, was ich anfasse, gewinne ich auch. Hm. Ich muss ein Gewinner sein. Wer würde eher einen Dreier haben? Muss ich auch gar nicht überlegen. Wer ist romantischer? Ich habe dir vorgestern eine Rose von der Esso-Tankstelle mitgebracht. 4,99. Einfach so. Einfach eine so, ich hatte Namenstag. Sie hatte Namenstag, pass auf. Ich sag, ja und jetzt? Sagt sie, toll, gell? Ich sag, ja, super, ne? Ich sag, gut. Ich wach nächsten Morgen auf. Ich hab Namenstag! Auf einmal klingelt ihr Telefon. Griechische Leute. Gratulation zu deinem Namenstag. Gratulation. Ich kannte das nicht. Und dann auch wieder Streitthema. Ich höre so, wie einer gratuliert zum Namenstag. Ich lach so ein bisschen, ne? Weil ich kenn das nicht. Sie, warum lachst du über meinen Namenstag? Das ist bei uns ein großes Fest. Ich so, Entschuldigung. Hättet ihr nicht auch ein bisschen gelacht? Herr Schatz, bei uns ist das halt so. Wichtiger als Geburtstag, schreibt einer. Ja, das stimmt wirklich. Und es war eine schöne Nacht. Ja. Was ist mit dir? Wer gibt mehr Geld aus? Was? Sag mal. Was? Ja, aber ich gebe doch kein Geld aus. Ich muss noch das kaufen, ich brauche das, wenn wir in Urlaub gehen, brauche ich das, ich will dies, ich habe heute geträumt. Du gibst viel mehr, allein was Kleider betrifft, was ihr an Kleidern... Ich glaube, eine Frau sieht das nicht mehr, ich kaufe nie Kleider. Aber wenn du mal Kleider kaufst, gibst du mehr Geld aus, weil du nicht normale Kleider kaufst wie ich, sondern halt Gucci Mucci. Du kaufst dir eine Uhr, du kaufst dir das, ist für mich mehr Geld ausgeben. So die Anzahl, ja. Frequenz an Sachen, die man sich zu sich holt ins Leben, ganz klar die Frau. Letzte, alles entscheidende Frage, du suchst dir die Beste raus. Okay. Die sucht dir die Beste raus, ja? Wer würde eher Schluss machen? Oh mein Gott, wie kannst du so eine Frage nehmen als letzte Frage? Spinnst du? Ja gut, dann haben wir heute noch das größte Theater hier. Okay, dann nimmst du dich. Du bist ein Arsch. Ich habe doch überhaupt nichts gesagt. Ich habe noch gar nicht überlegt, wie ich auswähle. Wieso bin ich jetzt schon jetzt der Arsch? Wieso sagst du dein größtes Theater? Weil egal, was man nimmt, entweder gebe ich dir die Schuld oder ich nehme sie auf mich. Ich beantworte jetzt. Okay. Eins, zwei, drei. Ich habe extra ein weißes Blatt. Keiner. Oh nein. Oh Mann, Chanzi. Ich dachte, du nimmst dich und dann sind wir so gleich, weißt du, und dann sagen wir keiner. Ich lade schon mal Tinder runter. Du hast deinen Namen aber genommen, du willst eher ja, Schluss machen. Nein, weil ich dachte, du nimmst deinen Namen und dann können wir so sagen, ja, keiner. Dieser Platz könnte jederzeit irgendwann frei werden und vielleicht sitzt du dann hier. Jetzt ist gut, gell? Alge.